Nee, nee. Ich warte auf den Meteoriten, der vom Himmel fällt. Ja, das wäre das Beste für alle, gell? Ja, wenn ein großer Meteorit kommt und hier auf Deutschland fällt und diese ganze Mischpoke hier ausradiert, gell? Das wäre das Beste für alle, gell? Ja, weil es nicht mehr auszuhalten ist, du! Ja, weil es alles nicht mehr auszuhalten ist, es ist nicht mehr zu ertragen, du, das sag ich dir, du! Ja, was ich heute schon wieder lesen musste, da! Ja, das ist also... Ja, weißt du, was ich heute gelesen hab, du? Pass mal auf! Entfesselte Gutmenschen, gell? Entfesselte Gutmenschen und Volkspädagogen, gell? Sogenannte Volkspädagogen, Sprachwissenschaftler, Gutmenschen, Psychologen und politically corrected Gutmenschen, Spastis, die mit Zaunlatten erschlagen gehören ja eigentlich, gell? Durchforsten jetzt die Kinderliteratur nach bösen A-A-Wörtern, gell? Die dann der neuen Neusprech angepasst werden, gell? Die dem George Orwellschen Neusprech angepasst werden, dem politically corrected George Orwellschen Neusprech, gell? Ja? Nee, nee, hirnpervertierte Gutmenschen, gell? Pervertierte Gutmenschen durchforsten jetzt unsere Kinder, unsere altehrwürdige Kinderliteratur nach bösen Wörtern, gell? Ja, wie Neger oder sowas, gell? Ja, sogar Pippi Langstrumpf hat eine Gutmenschen-Pastorin, gell, die sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, nach sogenannten rassistischen Sachen zu... Nicht wahr? Pippi Langstrumpf ist rassistisch, gell? Das Wort Negerkönig wurde jetzt ausgetauscht gegen das Wort Südseekönig, ja? Weil die Südsee ist ja bekanntlich in Afrika, gell? Ba, 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 ba! Ja, nee, doch. Hör mir auf, doch. Pass mal auf, doch. Nee, ich hab das heute wieder gelesen im Internet, gell? Jetzt haben sie so ein Buch wieder auf dem Index hier, die Gutmenschen, gell? Die Volkspädagogen, nicht wahr? Die unsere Kleinen bewahren wollen von bösen Wörtern, die die Kleinen missverstehen könnten, gell? Ja, sie haben das Buch Die kleine Hexe, da haben sie das Wort, da haben sie ein böses Wort gefunden, ja. In dem Buch Die kleine Hexe haben sie ein böses Wort gefunden. Da sagt nämlich an einer Stelle jemand, er muss das Treppenhaus wichsen, gell? Das kam dann sofort auf den Gutmenschenindex, gell? Weil in George Orwellschen Neusprech darf man sowas nicht sagen, gell? Ja, weil die kleinen Kinderchen könnten das ja missverstehen, das Wort wichsen, gell? Ja, da muss man sich mal vorstellen, was da für kranke Gehirne dahinter stecken, gell? Ja, was da für kranke Gehirne auch dahinter stecken, hinter diesen politisch korrekten Gutmenschen-Gesubbel, du. Ja, das sind ja Amöben, du. Boah, 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 diese amöboiden Kreaturen, gell? Wie ich sie hasse, die Volkspädagogen, die Psychologen und das ganze Gesindel, gell? Das uns vor Schlechten bewahren will, gell? Pfui Teufel, du. Boah, 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 wie ich sie hasse. Ja, wie sehr ich sie verabscheue und hasse. Die politisch korrekten Gutmenschen, gell? Die uns solche Worte Hülsen beschert haben wie Mensch mit Migrationshintergrund. Nee, nee, doch. Ja, nee, nee, doch. Das muss man sich mal vorstellen. Das Buch, das Wort Wichsen, ja? Das Treppenhaus Wichsen wird jetzt aus dem Buch verbannt, gell? Wird jetzt umgeschrieben, nicht wahr? Ja, nicht wahr? Ja, ich kenn das noch. Man hat sich die Schuhe gewichst, gell? Oder die Wichse im Treppenhaus verteilen, gell? Und dann das Treppenhaus wichsen, gell? Ja, nicht wahr? Nee, nee, doch. Boah, 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 boah. Haben denn die keine anderen Probleme, ja? Haben denn diese Verrückten keine anderen Probleme, doch, als unsere Kinder mit Ritalin voll zu stopfen und das Wort Wichsen aus dem E auf den Index zu verbannen, gell? Ho, ho, ho! Das Wort Wichsen!
Rassen aus den Büchern zu verbannen, gell? Ja, oder Negerkönig, gell? Geht's noch, Po? Was wollen Sie denn dann bitte mit Onkel Toms Hütte machen, hä? Was machen Sie denn dann mit Onkel Toms Hütte? Da ist auch vom Negro die Sprache, gell? Muss man das Buch jetzt verbrennen, ja? Wie früher im Dritten Reich alle Bücher am besten ihr verbrennt alle Bücher, ihr dreckige, widerliche Mitspucke, gell? Ihr elendiges Gutmenschenpack, das ihr mit Zaunlatten erschlagen gehört, gell? Nee, nee, da kommt mir schon wieder der Kotterrogen hoch, doch wenn ich sowas lese, ja, da kommt mir sowas von der Kotterrogen. Du, die Kinder haben heute Enthauptungsvideo auf ihren Telefonen, ja? In den Pausen gucken die sich Hardcore-Pornos an und Enthauptungsvideos. Aber man darf nicht mehr sagen, ich wichs mir die Schuhe, doch geht's noch, doch, ja? Ja, ist ein krankes, kranke, pervertierte, degenerierte Drecksgesellschaft, gell? Eine widerwärtige, ekelhafte, weichgespülte, gleichgeschaltete, ekelhafte Drecksgesellschaft ist das geworden, gell? Ja, so eine degenerierte Weichspüler-Scheiße ist das heutzutage, du. Ja, für jeden noch so abartigen Mörder und Vergewaltiger bringen sie Verständnis auf, gell? Und kümmern sich dann Psychologen und fragen sich, warum, woher kommt denn diese Gewalt, gell? Für jeden noch so abartigen, perversen Mörder haben sie Verständnis, aber man darf nicht mehr Schuhwichse sagen, du. Nee, doch. Also, wie gesagt, ich wünsche mir einen Kometen. Ich wünsche mir einen Kometen, der diese ganze Mischpoke ausrottet, doch. Ja, das ist doch alles nicht mehr auszuhalten, gell? Das ist doch allen Ernstes alles nicht mehr auszuhalten, du. Ja, nicht wahr? Nee, doch. Ich bin froh, dass ich nicht mehr... Heute ist alles aus dem... Ja, das ist ja wirklich nicht mehr auszuhalten. Das ist ja wirklich diese ganze degenerierte Weichspülergesellschaft, ja? Diese gleichgeschaltete... Ich bin noch froh, dass ich noch... Ich bin noch aufgewachsen, ich hab mir noch die Knie wund gescheuert, gell? Ich bin noch im Dreck, bin ich noch rum. Ja, im Dreck. Ja, hab mit Erde, mich in der Erde, hab ich draußen gespielt, als ich noch ein Kind war, gell? Ich hab draußen gespielt und bin mit blutigen Knien, bin ich nach aufgeschürften Knien nach Hause gekommen, gell? Und du wirst dann gleich mit Ritalin vollgestopft, ja? Wenn du mit blutigen Knien nach Hause kommst, wirst du gleich mit Ritalin zugestopft, ja? Hier, Blag, hier, nimm Ritalin, du bist verhaltensauffällig, gell? Pam, 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 ja? Heute ist alles verhaltensauffällig. Ja, was ein Mucks von sich gibt, ist verhaltensauffällig und wird mit Ritalin vollgestellt. Ja, das ist halt auch wahr. Ich hab noch eine schöne Kindheit gehabt, gell? Ja, ich bin noch draußen gewesen, ja, im Wald, ja, oder auf dem Feld. Ja, ihr habt Drachen steigen lassen auf dem Feld. Ihr habt nicht, heute spielen sie auf dem Computer Flugzeuge fliegen lassen, gell? Mit dem Joystick. Ja, das ist die Kindheit heute, doch. Nee, doch. Ja. Nee. Ich verabscheue zutiefst dieses ganze Gutmenschentum. Ich verabscheue es zutiefst, gell? Ja, diese ganze Gleichschalterei und diese ganze widerwärtige, degenerierte Weichspüler-Dreckscheiße, du. Ich verabscheue das so sehr. Ich verabscheue diese kriminellen Schweine so sehr, diese Volkspädagogen, gell? Diese ekelhaften Volkspädagogen, du. Nee. Ich muss jetzt aufhören. Es führt ja zu nichts, gell? Es führt ja zu nichts. Ich wollte das nur mal angesprochen haben. Habe ich heute gelesen. Aus dem schönen alten Buch, die böse Hexe wird das Wort Wichsen verbannt, gell? Ja, er wichste das Treppenhaus. Darf man nicht mehr sagen, gell? Wird jetzt umgeschrieben, ja? Er schreibt doch gleich die ganze Geschichte um, ihr Dreckspaktor. Ja, schreibt doch gleich die ganze Geschichte um, ihr widerliches Dreckspaktor. Ja, nee, doch. Ba, 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 ba.